Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass Sie trotz widriger Wetterumstände hier heute Abend hergefunden haben. Die Veranstaltungsreihe der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek namens Revolution, Ritual und Realitäten, der Rote Oktober als Ereignis und Bezugspunkt in der sowjetischen Geschichte, ist jetzt beim sechsten und letzten Vortrag angekommen. Wir haben ja anfangs den vielfachen Aufbruch des Jahres 1917 betrachtet und dann mit dem Terror des Jahres 37 und den vielfach enttäuschten Erwartungen der Nachkriegszeit 1947 so zwei unterschiedliche Blicke auf die stalinistische Epoche in der sowjetischen Geschichte geworfen. Die letzten zwei Vorträge dann, 57 und 77, haben in gewisser Weise auch zwei den Beginn und die ausgehenden Jahre der nachstalinistischen Sowjetunion markiert, in der das Leben der Bürger eben, wie man, glaube ich, schön gesehen hat in den beiden Vorträgen, endlich etwas weniger durch staatliche Willkür gefährdet war und auch etwas wohlhabender und angenehmer wurde. So von Khrushchevs Aufbruch ins Neuland eben und in den Weltraum bis zu der eher stagnierenden Atmosphäre der überalterten Führungsriege der Brezhnev-Ära. Ja, und jetzt sind wir im Jahr 1987 und mit 60 Jahren kommt also die Sowjetunion, sagt unser Referent heute, in eine Identitätskrise, wobei sich das dann eben nicht als Midlife-Crisis herausstellt, denn so lange geht dann quasi die zweite Hälfte nicht mehr. Aber diese letzten Jahre, denke ich, sind noch einmal eine ganz distinkte Phase in der Geschichte der Sowjetunion und ich freue mich sehr, dass wir für den heutigen Vortrag einen Referenten gewinnen konnten, der diese Entwicklungen, die Entwicklungen dieser Jahre ganz dicht und vor Ort begleitet hat. Gerne möchte ich Ihnen nun eben Professor Dr. Johannes Grodzki kurz vorstellen. Herr Grodzki hat slawische Philologie, Balkanphilologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas studiert in München und Zagreb, also mit einem starken südslawischen Schwerpunkt eigentlich in seinem Studium. Und in München auch promoviert, und zwar mit einer Arbeit über die deutschen Lehnwörter im Serbokroatischen. Dann, nach dieser akademischen Karriere in kurzer Zeit, hat er das Tätigkeitsfeld gewechselt und ist 1977 zum Bayerischen Rundfunk gestoßen, wo er dann in den folgenden über 30 Jahren eigentlich auch tätig war. Er war von 1983 bis 1989 Radiokorrespondent der ARD in Moskau, dann Balkankorrespondent und Leiter des Hörfunkstudios Südosteuropa des ARD in Wien und ist dann 94 zurück nach München gestoßen zum Bayerischen Rundfunk und hat dort verschiedene Posten übernommen, ab 2001 Chefredakteur und von 2002 bis 2014 war er Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks. Er hat sich jetzt aber 2014 nicht etwa zur Ruhe gesetzt, sondern sich wieder eben der akademischen Beschäftigung mit Osteuropa zugewandt. Herr Grodzki war schon vorher als Lehrbeauftragter an der LMU München tätig und ist jetzt als Honorarprofessor am Institut für Slawistik der Universität Bamberg sowie an anderen Stellen ganz aktiv in der Lehre involviert. Ja, neben seiner journalistischen Tätigkeit für den Rundfunk hat Johannes Grodzki auch für viele weitere Medien geschrieben und publiziert, zum Beispiel für die Zeit oder die Neue Zürcher Zeitung und zahlreiche Publikationen über Osteuropa verfasst, welche oft auch diese Transformation der 90er Jahre, die er ja da live miterlebt hat, einem breiten Publikum näher brachten. So hat er zum Beispiel 1991 in München bei Piper veröffentlicht Konflikt im Vielvölkerstaat, die Nationen der Sowjetunion im Aufbruch und 1993 mitten im Bosnienkrieg, ebenfalls bei Piper den Titel Balkankrieg, der Zerfall des Jugoslawiens und die Folgen für Europa. Johannes Grodzki ist aber auch, was ich sehr schön finde, der Verfasser der 1985 erstmals erschienenen Gebrauchsanweisung für die Sowjetunion, die bis 1990 nochmal in vier, also immer wieder aktualisierten Auflagen erschien. Und ich denke, das ist eigentlich ein guter Indikator für diesen raschen Wandel im Vielvölkerreich Sowjetunion in den ausgehenden 80er Jahren. Ja, damit würde ich gern unserem Referenten heute das Wort übergeben. Wir werden wie immer im Anschluss die Möglichkeit zur Diskussion haben und ich freue mich auf den Abend. Ja, vielen Dank, Frau Maurer. Jetzt werden wir mal anfangen. Ich hoffe, ich bin gut bei Stimme. Das ist der Zettel, der gehört zu Ihnen und nicht zu meinem Referat mehr. Ich habe auch ein Referat für Sie natürlich vorbereitet, dazu auch Präsentationen. Bloß bevor wir sozusagen zu dem Kern der ganzen Geschichte kommen, möchte ich gerne aus journalistischer Perspektive nochmal an etwas erinnern, was mir sehr wichtig ist.
Denn die ganze Perestroika hat ja angefangen, nachdem gerade die Sowjetunion von 1982 bis 1995 den Tod von 3 Generalsekretären hinter sich gebracht hat. Und da gehört zur Charakteristik schließlich also der Humor meiner sowjetischen Freunde, um zu verstehen, was da los war. Das Ende der Brezhnev-Zeit, Sie haben es ja im letzten Vortrag behandelt ausführlich, lässt sich ganz schnell charakterisieren mit Brezhnev bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 1980. Sie kennen vermutlich alle diesen schönen kleinen Witz darüber. Brezhnev nimmt das Papier und fängt an mit der Eröffnungsrede. Uhr! 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 Kommt der Adjutant, Tawarisch Brezhnev, das ist nicht der Text, das sind die Olympischen Ringe. Das zeigte nichts anderes als den Zerfall einer Ära. Die nächste Ära war Herr Tschernjenko. Sie wissen, er hatte sein Lungenemphysem, konnte kaum atmen. Man hatte das Gefühl, er spricht immer beim Einatmen und er tat sich wirklich sehr schwer, hat offensichtlich auch nicht mitbekommen, was um ihn hervorging. Er war ja eigentlich der Nachfolger im Amt des Ideologiechefs von Schartleinern, ist aber mit der Sache auch nicht so ganz klar gekommen als Ideologiechef und hatte dann offensichtlich Aussetzer. Und dazu gibt es dann folgende Geschichte, die nicht verbürgt ist, aber bestimmt gut erfunden. Wer Russisch spricht, weiß natürlich, Vaše vystupleni, pajatsa, Tawarisch Generalny Sekretär. Ihr Auftritt, bitte, Herr Generalsekretär. Also, im Politbüro wird aufgerufen, Vaše vystupleni, Ihr Auftritt, bitte. Und Tawarisch Tschernjenko tritt auf, steht auf, tritt einmal fest mit dem Fuß auf und setzt sich wieder hin. Also er hat gar nicht mehr verstanden, worum es ging. Dazwischen gab es dann noch die Andropow-Zeit, die insofern tragisch war, weil der Mann praktisch todkrank war, als er ins Amt kam. Und seine Reden wurden verlesen. Wir haben natürlich alle spekuliert. Als Westler, wann wird der Mann einfach nicht mehr im Amt sein können? Also bekamen wir dann einen Anruf von den üblichen KGB-Stellen in unseren Büros. Morgen fährt Andropow wieder ins Amt. Die Limousinen fahren dann an den Büros der Auslandskorrespondenten am Kutusowski-Prospekt vorbei. Also ihr könnt beruhigt sein, der ist ganz gesund. Morgens gegen 9 Uhr hingen sie natürlich alle an den Fenstern und es rauschte eine Limousine, voran natürlich eben die ganze Polizei, dann die Wagen, hinterher natürlich die übliche Krankenwagen, der immer dabei war. Und dann gingen die Ticker. Andropow wieder im Amt. Also riefen mich meine Kollegen an und sagten, Grotzki, Gott, mach was, Andropow wieder im Amt, es funktioniert alles, es geht weiter in der Sowjetunion. Sag ich, also wisst ihr, ich kann euch erzählen, was passiert ist, aber ob der da drin saß in der Limousine, das kann ich ja nur nicht bestätigen. Ah, so ist das. Ist das denn möglicherweise getürkt? Sag ich, möglicherweise. Also bleiben wir mal bei der Wahrheit. Ich erzähle euch, was passiert ist, dass wir diesen Anruf bekamen und in Wirklichkeit lag in diesen Stunden Andropow schon im Sterben und 2 Tage später war er tot. Also da sah man in dieser Situation, dass dann ein Mann an die Macht kam, nämlich Gorbatschow, der, wie Sie wissen, ja nicht einstimmig gewählt wurde, sondern einmütig. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Einstimmig ist Jedinoglasno und Jedinodushno. Einmütig heißt eine klare Mehrheit. Einige waren natürlich gegen ihn. Die Machtkämpfe im Politbüro sollten sich ja dann später fortsetzen. Er kam ins Amt. Und was passierte? Plötzlich trat ein Mann an die Balustrade des Lenins-Mausoleums, der 2 Dinge hatte. Das erste, der Mann, der im Politbüro stets dargestellt wurde als ein Mann ohne dieses Merkmal oben, zeigte sich plötzlich mit seinem Muttermal auf der Stirn, über das viel spekuliert wurde, werde ich auch noch dazu kommen. Und er hat geredet anders als alle anderen. Erstens hat er etwas Klassisches verweigert. Er hat nicht mehr den Sarg seines Vorgängers mitgetragen. Das hatte ausschließlich andere machen lassen. Sonst ging immer der Generalsekretär, der Nachfolger war im Amt, und hat den Sarg mitgetragen. Das Zweite, er hat nur kurz Tschernjenko gewürdigt. Man hatte das Gefühl, so eine Art Pflichtveranstaltung. Und dann hat er ein Donnerwetter losgelassen über den ganzen Müßiggang und das, was in der Gesellschaft nicht funktionierte. Es müsste alles geändert werden. Also da passierte irgendetwas und die Leute merkten, der Mann konnte sprechen. Aus diesem vielen Sprechen, was damals erst überzeugend war, ist später etwas anderes geworden, nämlich das Vielschwätzertum. Bald tat, ich wurde ja zu ihm gesagt, ein Mann, der am Schluss nur noch geschwätzt hat. Wir kommen zwar in das Jahr 87, aber in dem Zusammenhang möchte ich noch auf 2 Dinge hinweisen. Während der Westen jubelte über den Aufbruch unter Gorbatschow, über Glasnost und Perestroika, gab es im Land zwar auch zu Anfang eine Bewegung, die erste große Aufmunterung, es tut sich sehr viel, doch sehr bald stellten sich auch sehr starke Engpässe ein. Was damals im Westen Ungläubigkeit, wenn ich darüber berichtet habe, hervorgerufen hatte, war die Tatsache, dass Lebensmittelmarken ausgegeben wurden, weil auf dem freien Markt nicht mehr genug Lebensmittel waren. Oder, Sie kennen Jewgeni Jewtuschenko, der Mann, der immer
auf der richtigen Seite des Fortschrittsstands in seiner Laufbahn, aber hat er damals auch Auftritte gehabt, als es dann darum ging, wie geht es eigentlich intellektuell weiter? Und einer seiner Aussagen war, bei uns werden Millionen Bäume für Parteibroschüren abgeholzt und für die eigentliche Literatur haben wir kein Papier. Sie wissen, Bücher waren so etwas wie Wertanlage, wie eine Aktie damals. Das alles ist das Umfeld, in das ich Sie heute hineinführe, in das Jahr 1987. Und für dieses Jahr habe ich mir jetzt ein bisschen was notiert. Da gehe ich auch in den Text vor. Denn dieses Jahr begann mit einem gewagten Aufbruch der Perestroika unter Gorbatschow. Also das, was ich Ihnen geschildert habe, die Begeisterung, Glasnost, Perestroika, irgendwas tut sich bei uns, wir öffnen uns. Es führte dieses Jahr zu unglaublich großen Hoffnungen auf Veränderungen außerhalb der Sowjetunion und auch innerhalb der Sowjetunion. Aber es führte auch zu Machtkämpfen in der KPdSU. Wiederum enttäuschte dieses Jahr, so interpretiere ich das, der Jahrestag enttäuschte dadurch, dass Gorbatschow am Schluss eine Rede, ein Referat, wie es heißt, zur Revolution gehalten hat, dass ihr den konservativen Kräften entgegenkam und wo nur sehr vorsichtige Dinge drin waren, wir werden es am Ende noch behandeln, die man als sehr revolutionär bezeichnen könnte im Sinne einer modernen Veränderung des Landes. Und dann passierte das Wirkliche, was im Grunde erschütternd war. Dieses Jahr endete in einem schrecklichen Desaster, nämlich dem Zerwürfnis zwischen Gorbatschow und Boris Jelzin, den er dann aus dem Politbüro rausgeschmissen hat. Er hat ihn entmachtet, das war gleich nach den Novemberfeiern dieses Jahres. Und damit hat Gorbatschow letztlich den Grundstein gelegt für sein späteres Scheitern und für seinen Sturz. Konnten wir alles nicht voraussehen. Wir kommen auch später nochmal dazu. Aber nur in einem Zusammenhang will ich Ihnen auch sagen, was für herzhafte Kollegen ich damals hatte. Jelzin flog am Ende dieses Jahres, über das wir reden, aus dem Politbüro raus. Er wurde degradiert. Er hatte zuvor auch Raissa Gorbatschow angegriffen. Wir werden Einzelheiten dazu im Referat noch finden. Und dann hieß, ich hatte auch mit ihm noch so Kontakt wie andere westliche Korrespondenten, dann hatte ich einen guten deutschen Kollegen, einen sogenannten guten deutschen Kollegen, der kam und sagt, Hannes, lass doch die Finger von dem Boris Jelzin, der ist ein toter Mann. Sag ich, wieso tot, politisch? Nein, du, der hat noch 3 Monate zu leben. Was Gorbatschow, was Politbüro, was die gemacht haben, das ist zum Selbstschutz. Der Mann hat praktisch so krank, dass er in wenigen Monaten tot ist. Lass die Finger von dem. Dass Jelzin später noch jahrelang Präsident der neuen russischen Föderation wurde, war nicht vorauszusehen. Er war natürlich gesund. Es war nur der Versuch, mich wegzuhalten von ihm. Und dieser Mann, der lange in Deutschrussland war, als deutscher Korrespondent, wurde später als ein jahrzehntelanger KGB-Chick entlarvt. So weit war das. Auch noch als kleine Ergänzung dazu, als ich dann später in Wien arbeitete, kam einer meiner früheren Halbleiter aus dem Außenministerium, der war damals zur Fortbildung in der Wiener Diplomatenakademie und sagte, Hannes, ich habe hier ein paar Sachen, guck mal drauf. Dann sehe ich Auszüge mit Dingen, wo mein Name drin vorkam. Sagte, das ist aus deiner Papka, also die Sammelmappe, wo alle Ereignisse, die irgendwie wichtig waren zu meiner Person dort im Außenministerium bzw. im Presseamt gesammelt wurden. Man kann sagen, dass viele Dienste da damit gewirkt haben und wir waren ja alle immer unter gutem Schutz. Und wer bis dahin ungläubig war und als Atheist in die Sowjetunion gekommen ist, musste feststellen, es gibt immer ein höheres Wesen um dich herum, das alles sieht und hört. Man konnte wieder gläubig werden. Und dann wollte er mir diese Papka verkaufen. Und was ich da drin sah, waren Beschuldigungen gegen mich, auch ausgesprochen von deutschen Mitkollegen. Da habe ich gesagt, weißt du, wenn ich das annehme, dann weiß ich nicht, ob das wahr ist oder es gefälscht. Wenn es wahr ist, ist es für mich eine große Enttäuschung, dann will ich es nicht wissen. Aber wenn es gefälscht ist, dann würde ich meine Kollegen zu Unrecht beschuldigen, das ist noch schlimmer. Also steckt er das an den Hut, ich will das Ding nie wieder sehen. Um zu zeigen, wie auch immer diese gegenseitige Beatmung ging, um Leute zu beeinflussen, sich Vorteile zu verschaffen und dergleichen mehr. Wir sind jetzt also in diesem Jahr 87 angekommen. Wir wissen, wie Gorbatschow aufgetreten ist. Und hier noch einmal zu diesem Merkmal auf seiner Stirn, das Muttermal. Seien Sie mir nicht böse, dass ich hier etwas anspreche, was damals mich überrascht hat und was dann Gorbatschow lange begleitet hat. Gute russische Freunde haben mir gesagt, weißt du, was das ist? Der Mann ist markiert, der ist gestraft, der Mann bringt Unglück. Und je länger die Perestroika andauerte, desto öfter bin ich damit konfrontiert worden, dass man Gorbatschow sozusagen schon äußerlich ansah, dass die Sache mit ihm schiefgehen sollte. Wie weit das Bedeutung hat, vermag ich nicht zu sagen, aber wir haben immer wieder diese Konfrontation mit Dingen, die ein bisschen, man sagt subkutan, letztlich als Vorurteil oder auch ein bisschen als, sagen wir mal, ja, abergläubisch in die Geschichte eingeht.
Und das hat nochmal eine kleine Variante gefunden, als Jelzin an die Macht kam. Und dann war er an einem Osterfest dann doch mal in die dann wieder geöffnete Basiliuskathedrale reingegangen zum Gottesdienst. Und er wurde vor dem Fernsehen gefragt, Herr Präsident, Gasparin Präsident, was dann nicht mehr Tavarisch, sind Sie eigentlich gläubig? Und er hat gesagt, nein, nicht gläubig, sondern zugewehrig, ich bin abergläubisch. Damals war der Begriff Tavarisch abgeschafft. Wer jetzt wieder Fernsehen sieht und gerade sieht, wie jetzt Putin in Syrien zu seinen Truppen geredet hat, er redet natürlich immer über Tavarischi. Als er ins Amt kam, hat er die Kremlgarde als seine Tavarischi wieder bezeichnet. Also diese alten Begriffe leben auch dort wieder auf. Wir haben jetzt den Einstieg in dieses Land gefunden und ich versuche mich hier zu orientieren. Das, was schon zu Anfang gesagt wurde von Frau Maurer, es ist letztlich das letzte runde Jubiläum. Und warum glaube ich, dass dies eine Identitätskrise ist? Gorbatschow war nämlich angetreten, den Sozialismus wettbewerbsfähig zu machen und attraktiv zu machen. Also nicht das, was im Nachhinein gerne projiziert wird, dass er der große demokratische Reformer war. Er berief sich immer auf die kommunistische Ideologie, ohne den Dogmatismus freilich seiner Vorgänger. Nur Lenin. Lenin diente ihm dauernd als Kronzeuge. Und was von Lenin? Sie wissen, man kann Lenin in jede Hinsicht, in jede Richtung interpretieren. Er hat im Grunde immer die NEP-Politik, die neue ökonomische Politik von 21 genommen. Das war ja eine Liberalisierungspolitik, die Lenin auch gegen parteilichen Widerstand damals durchsetzen musste. Nun hat Gorbatschow natürlich damit auch diese Hoffnung auf Veränderung geschürt und gleichzeitig sich auch Gegner gemacht. Also ist doch völlig klar, wenn so eine geschlossene Ideologie in Frage gestellt wird, wenn man plötzlich Abweichler wird, vielleicht Revisionist im Sinne der kommunistischen Ideologie, dann gibt es natürlich etwas, wo man sagt, ist der eigentlich, kann man dem trauen. Aber ich habe persönlich den Eindruck, und das ist meine Schlussfolgerung, dass die Bevölkerung sich zu der Zeit schon längst vom Staat abgesetzt hatte. Sie kennen dieses schöne Bonbon, was in der Sowjetunion sehr verbreitet war und was für mich immer typisch dafür war, Staat ist mir egal, denn es wurde ja immer gesagt, der Staat tut so, als würde er uns bezahlen, dafür tun wir so, als würden wir arbeiten. Ich hatte viele Kolleginnen und Kollegen unter russischen Freunden, die jederzeit zu mir zur Verfügung standen. Sag ich, musst du nicht heute zur Arbeit gehen? Gibt doch ein Arbeitsbuch. Wieso? Kein Problem. Einer von uns kommt und trägt mindestens drei andere ein, die angeblich bei der Arbeit sind. So kriegen wir wenigstens unsere Prämien. Was mit der Arbeit passiert, ist mir doch egal. Naja, also das war eben etwas, wo ich dachte, es ist sehr schwer, dieses Land tatsächlich auch bei seinem Willen zu packen, etwas Neues zu erreichen. Nun wurde aber etwas mit der Perestroika erreicht, da muss man sagen, das ist schon ziemlich fulminant gewesen. Schauen Sie mal hier die Pravda. Ich habe, weil ich nicht so schnell im Internet diese ganzen Pravda-Sachen mir raussuchen wollte, meine alten Pravdas genommen, ich habe alle meine Ordner gesammelt und immer die Belegstellen dazu. Ich habe also von meinen alten Ordnern das abfotografiert, deshalb ist das jetzt nicht erste Qualität. Da gibt es vier eng bedruckte Seiten zum Jahresauftakt. Sie sehen es hier, das ist der 30. Januar, wer es lesen kann. Durch 30 kann man erkennen und 87 auch wenn man keine kyrillischen Buchstaben lesen kann. Und das ist die große programmatische Linie gewesen für das Gedenkjahr. Und hier muss man sagen, ist Gorbatschow auch nicht so sehr als Zeremonienmeister aufgetreten der Revolution, sondern schon eher Zuchtmeister der Partei. Da hat er schon harte Töne angeschlagen, zum Beispiel über die Brezhnev-Zeit, die Sie ja beim letzten Mal noch behandelt hatten hier. Man kann das ja alles im Internet wunderbar nachhören. Da hat er gesagt, schwerwiegende Fehlkonzeptionen haben dem Land größere wirtschaftliche und soziale Schäden zugefügt. Bis dahin galt es immer, als guten Ton, mit Ausnahme von Chruschtschow, 20. Parteitag, über seine Vorgänge nicht gerade schlecht zu reden. Aber dann hat er gleichzeitig in dieser Rede hier, die Sie auf diesem Blatt sehen, nachlesen könnten, er schlug dann vor eine Reform des Wahlsystems mit mehreren Kandidaten statt die bisherigen Einheitslisten. Er hatte gesagt, es müssen mehr Parteilose in die Führungsämter kommen. Denn es gab im Jahr zuvor ja einen Parteitag, das war der 27., der ist für ihn relativ enttäuschend verlaufen. Da hatten sich noch viele eher konservative Leute durchgesetzt und haben vielen dieser ganzen Ideen nicht nachgegeben. Und deshalb hat Gorbatschow gesagt, nach diesem Revolutionsjahr werden wir anschließend eine Parteikonferenz machen, das wäre die erste seit Stalin, 41, und da hat es nachher nochmal hier richtig gekracht. Ideologisch hat man den Eindruck, wollte aber Gorbatschow auch immer seine Parteigenossen in Sicherheit wiegen. Er sprach immer vom Prinzip des Sozialismus, das allerdings durch Korruption und ungleiche Verteilung verletzt würde. Ich muss auch die Uhr da hinlegen, um Himmels Willen, Sie wissen. Als Radiomensch habe ich mein Geld immer mit Sprechen verdient, deshalb rede ich so lange.
In der Folgezeit hat er immer wieder das Leninsche Prinzip benutzt und die Leninsche Partei und immer Lenin-Zitate genommen. Das ist deshalb so wichtig, ich habe ja auch mal etwas rausgesucht, wo er immer versucht hat, wenn er eine Idee hat, sie mit Lenin zu begründen. Sie können dieses, ich habe Lenin kurz eingekreuzelt, das ist das Zitat in Russisch dahinter. Die Masse muss das Recht haben, sich die verantwortlichen Führer selbst auszuwählen. Also diese Idee, mehr Wahlmöglichkeiten den Menschen zu geben. Es gab dann natürlich zwei Dinge, die uns alle sehr überrascht haben. Sie wissen die Suchhäuser-Kon-Kampagne, also Trockenheitsgesetz gegen Alkoholmissbrauch. Da hatte sich sehr engagiert Gorbatschow. Damals wurden ja Weinberge in Moldawien rausgerissen. Ich bin in Moldau-Republik gewesen und habe das alles erlebt. War eigentlich absurd gewesen. Es wurde nur noch Wasser verteilt bei irgendwelchen Staatsempfängen. Aber Gorbatschow hat auch, und das war für uns alle zunächst mal neu, den gewaltigen Drogenmissbrauch bei der Jugend angeprangert. Ich war damals noch zurückhaltend. Ich hatte Kontakte, vor allem über Moskowski Komsomolets. Das ist eine Zeitung, die es heute noch gibt. Hat seit 30 Jahren denselben Chefredakteur, wir sind in der Arbeitsgruppe bis heute zusammen. Übrigens, er ist Chef des Journalistenverbandes und hat sich gegen das neue Mediengesetz ausgesprochen neulich, auch wichtig. Und die haben mir schon Hinweise gegeben. Durch den Afghanistan-Krieg ist ja sozusagen der Drogenmissbrauch ziemlich stark angestiegen mit den Rückkehrern. Zentralasien, das große Einfallstor für den wachsenden Drogenhandel. Und wer von Aitmatow seinen letzten Roman Placher kennt, der geht ja auch um den Drogenmissbrauch, also Richtstadt auf Deutsch, in der von Zentralasien aus die ganze Sowjetunion aufgerollt hat. Das war etwas, das war neu und schockierend, vor allem für viele aus der älteren Generation, die gar nicht wussten, was mit ihren jungen Leuten passiert im Land. Dann kamen die Losungen, die immer dringlicher wurden. Sie kennen das, zurück können dürfen wir nicht. Und dann hat er sich wichtige Leute gesucht. Entweder sind die gewachsen oder sie sind von Gorbatschow mit initiiert worden oder ermuntert worden. Alexander Bowin, ein berühmter Kommentator der Izvestia damals, der ganz stark schon losgelegt hat, was der Hauptfeind der Perestroika ist. Da hat er gesagt, der Hausfeind der Perestroika ist der hauseigene, bürokratische, sowjetische, sozialistische Konservativismus. Na, wenn Sie das von einem Mann aus der Partei hören, oder immerhin, Izvestia ist die Regierungszeitung gewesen, das ist zu der Zeit natürlich gewaltig gewesen. Zu der Zeit galt nicht mehr, was in der Brezhnev-Zeit noch galt. Sie kennen Pravda und Izvestia. Pravda ist die Wahrheit, Izvestia sind die Nachrichten. Und wenn Sie als Westler kamen und sagten, nur sag mir doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen Pravda und Izvestia? Und die Antwort, na, Pravda nicht, Izvestia nicht Pravda. Also die Wahrheit sind die Nachrichten und die Nachrichten sind nicht die Wahrheit. Das hat sich natürlich dann gewandelt, weil vor allem in der Izvestia auch der Bowin sehr aktiv war. Es ging dann allerdings weiter, es kam dann zum Gewerkschaftskongress, Februar 87. Und da ist diese wirkliche Drohung ausgesprochen von Gorbatschow, die Sie an der Wand sehen. Ja, Sie können es ja lesen. Wer nicht bereit ist, den Weg mit uns zu gehen, von dem müssen wir uns trennen. Das war schon harter Tobak. Denn damit meinte er ja nicht irgendwie die Arbeiter, die am Fließband sind, meinte er Leute in der Partei. Das war der klare Federhandschuh. Und dann hat Gorbatschow in demselben Moment auch noch zugegeben, es war die Freilassung von Andrei Sacharow gerade im Dezember passiert, der kommt nachher auch noch kurz vor, dass es noch weitere politische Gefangene gäbe, die dann freigelassen würden. Das ist schon außerordentlich interessant gewesen. Was passierte parallel dazu? Das war die offizielle Politik. Wir als Korrespondenten, ich bin ja nicht Historiker, ich erzähle so ein bisschen als Zeitzeuge zu Ihnen. Historiker müssen das später würdigen können, was wir erlebt haben und alles schreiben. Das traue ich mir nicht zu. Wir wurden oft von sogenannten Halbleitern aufgesucht. Das waren Mitarbeiter aus Ministerien, auch von den Medien. Nicht immer aktive KGB-Leute, aber sicher dem KGB in irgendeiner Weise auch verpflichtet. Und die haben sich ernsthaft bemüht, uns zu beeinflussen. Teils pro Perestroika, teils kontra Perestroika. Ich hatte einen ganz lieben Begleiter. Damals durften wir als westliche Korrespondenten ja nicht allein im Land reisen. Ein ganz lieber Kollege, Igor Mnatsakanov, sein Onkel war ein berühmter Kommentator, ein Armenier, der mit mir alle Reisen gemacht hat. Und das war schon in der Zeit der Perestroika, aber die KGBs haben natürlich alle weitergearbeitet. Wir waren in Dagestan, in Machatschkala. Der Name war so malerisch, dass ich da immer hin wollte, bis ich kapiert habe, das war der Name eines Revolutionärs. Da war ich enttäuscht. Jedenfalls, wir waren in Machatschkala und Igor, mein guter Freund, neigte dazu, ein bisschen mehr zu trinken, als ihm gut tat. Also er lag abends im Bett, musste sich übergeben, alles andere ging auch daneben. Ich bin rein, unter die Dusche geschleppt, ihn geputzt, alles frisch gemacht und wieder zugedeckt. Und am nächsten Morgen kommt er voller Tränen, nimmt mich in den Arm, sagt, Hannes, du bist so gut zu mir und ich bin so ein Schwein. Sag ich, Igor, was meinst du damit? Ja, weißt du denn nicht, dass ich die Berichte über dich schreibe?
Ich wusste es nicht. Ich habe gesagt, natürlich weiß ich das. Und dann sage ich, Igor, machen wir es ganz einfach. Lass uns doch die Dinger zusammenschreiben. Seitdem haben wir die Berichte über unsere Reisen zusammengeschrieben und da stand dann drin, dass Johannes Krotzke mit dem typischen Vorurteil eines westdeutschen kapitalistischen Journalisten in die Kolchose Großer Lenin kommt und feststellen muss, dass die Ferkelzucht um ein Vielfaches größer ist, als es auf einem gewöhnlichen Bauernhof in seiner Heimat ist. So Mist haben wir geschrieben. Gut, das liegt wahrscheinlich alles bei den Akten. Nur, es gab noch andere Dinge. Der Machtkampf lief, aber ohne diesen Machtkampf oder neben diesem Machtkampf, ich zeige es Ihnen nur hier, ging natürlich das Revolutionsjahr weiter. Die Etikette mussten erfüllt werden. Schauen Sie nur mal einen Blick drauf, auf das, das sagt Ihnen, Sie sehen das Jahr 87, für die, die nicht Russisch lesen können, 1787. Aber nirgendwo taucht hier der Begriff Perestroika auf. Das wird alles weggenommen. Also da geht es einfach nur darum, lass das Ganze mal weg. Man hat also neben der Politik der Perestroika versucht, ganz traditionell diese Revolution unangetastet im Sinne des Sozialismus zu feiern. Es gab auch diese ganzen Münzen. Ich habe sie deshalb mitgebracht, weil es einfach zu schön ist. Viele davon besitze ich auch selbst. Und eine der wirklich schönsten Münzen, das wird für Sie ein bisschen makaber klingen, ist diese hier rechts. Da steht noch drauf, oben es steht noch was dazu, wer Russisch lesen kann, weiß es, Khalasnaya Galava, kühler Kopf, chistie ruki, saubere Hände, garyachie serce. Das war die Losung vom KGB. Denn beim KGB zu arbeiten war ja für viele nichts Negatives. Viele waren stolz auf ihren kleinen Klappausweis. Als später die Jelzin-Zeit war, noch kurz bevor, also im Ende der Perestroika-Zeit, gab es diese kleinen Klappausweise auf dem Schwarzmarkt. Ich habe mir einen besorgt, habe den mir auch ausgefüllt, habe mir Fantasiestempel drauf gemacht, hat mir gute Dienste geleistet. Aber die, nachdem das alles, was ich Ihnen hier zeige, also diese Art von Plakate, diese Fortsetzung, ohne dass irgendwas mit Perestroika oder Veränderung oder Glasnost davor kam, haben natürlich viele Konservative in der Partei geglaubt, es geht schon den richtigen Weg. Aber parallel dazu konnte man die Debatten, die Glasnost erzeugt hat, nicht mehr stoppen. Die geächtete Literatur, Sie wissen das, Solzhenitsyn, Pasternak, Gumiljow, Rybakov und andere, all das kam hier in die Öffentlichkeit. Es hat lange gedauert, bis die Schubladenliteratur wirklich gedruckt wurde. Heute kann man all diese Dinge in Russland kaufen. Ich sage das mit meinen, ich bin ja auch in Petersburg an der Uni und sage mit meinen Studenten immer, wisst ihr, dass das, was wir hier gerade in die Hand nehmen, ob es jetzt gerade etwas ist, was ich erwähnt habe, dass das alles noch vor 30 Jahren verboten war im Land. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und das ist für mich hochinteressant. Sowohl in Deutschland, wir erleben, dass viele junge Leute nicht mehr wissen, was die Geschichte der DDR und ihre Wirkungsweise in der Gesellschaft war, so haben wir auch dort einen Abbruch des historischen Gedächtnisses über junge Leute in Russland heute, die gar nicht mehr wissen, was der Sozialismus auch an negativen Seiten hatte. Deshalb ist es ja auch so leicht für Putin da anzuschließen und wieder etwas zu glorifizieren, was man eigentlich aus unserer Sicht sehr viel kritischer sehen würde. Was nicht veröffentlicht wurde damals, auch noch nicht im Revolutionsjahr, das dauerte dann noch ein paar Jahre, das war die berühmte sogenannte Geheimrede von Nikita Chruschtschow zur Entstalinisierung vom 20. Parteitag 56. Sie wissen, sie wurde ja in Parteizirkeln verlesen, sie war im Westen überall bekannt, wir haben sie, und es gab sie natürlich auch im Untergrund, aber das hat noch etwas gedauert, bis man das dann veröffentlicht hat. Was wir bei der ganzen Sache übersehen, wenn wir auf die Innenpolitik gucken, dass Gorbatschow ja ein sehr ambitioniertes Abrüstungsprogramm verfolgt hat, nach außen, er wollte alle Truppen abschaffen, alle Atomwaffen abschaffen, er wollte den Truppenabzug in Afghanistan beschleunigen, was er auch geschafft hat, und er hat ja auch die ganze finanzielle Hilfe für die sogenannten sozialistischen Bruderländer eingeschränkt. Das alles konnte sich die Sowjetunion nicht mehr leisten. Und gerade deshalb, weil er dort Einschränkungen vornahm, weil er den Afghanistan-Rückzug thematisiert hatte, waren diese konservativen Halbleiter schon wieder bei uns aktiv, witterten Gefahr, meinten, dass die USA nachstoßen wird, dass die Sowjetunion unter Druck gesetzt wird. Und damals war der amerikanische Präsident Ronald Reagan der große Erzfeind. Später hat er mit Gorbatschow ja sehr weitreichende Abkommen unterschrieben. Jetzt wieder zur Innenpolitik in diesem Jahr. Nach diesen ersten drei sehr aufregenden Monaten gab es eine Allunionskonferenz des Komsomolzenverbandes. Ich brauche gar nicht viel zu sagen. Gorbatschow musste um junge Leute werben. Auf die alten Kader in der Partei konnte er nicht mehr zählen. Und dieses Zitat hat mir so gefallen, das habe ich oft zitiert und das muss auch sein, damit man sieht, was wirklich los war. Wie sich auch die Jugend schon vom Staat verabschiedet hat, die Komsomolzen. Wie er sagt, Verband geht auf einer Straßenseite, die Jugendlichen auf der anderen und beide laufen noch in entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ihm war klar, auch die junge Generation ist einfach gar nicht mehr für die Politik und auch für die herrschende Ideologie zu gewinnen.
Jetzt reichten natürlich diese ganzen ideologischen Appelle überhaupt nicht aus. Man musste die Leute gewinnen mit etwas Konkretem. Es gab einen Mann, den Namen werden Sie schon längst vergessen haben, Igor Ligatschow. Der war damals dann der Chefideologe. Man wusste nicht genau, wo er so stand. Und ausgerechnet der machte sich jetzt zum Anwalt für etwas, was so ganz unideologisch war. Ich zeige Ihnen mal eine Zeitungsseite. Da oben steht, Vajnaya Zadatscha Sozialner Politik, eine wichtige Aufgabe der Sozialpolitik. Savishani von der Teilnehmerkomitee KPSS. Es kam eine ZK-Sitzung nach der anderen. Sie müssen sich das mal vorstellen, wie das hier aussieht auf dieser Zeitungsseite und die armen Korrespondenten, die sich da in wenigen Minuten durchwühlen mussten, furchtbar, aber wir hatten ja auch Hilfe dafür. Und der hat dann etwas, ich habe es hier mal rausgeholt, zwei Dinge gesagt, und es war interessant, eine wichtige Aufgabe Sozialpolitik, ausgerechnet er stellt in den Mittelpunkt, dass wir mehr brauchen von Defizitwaren, unter anderem der Bau von Videorekordern sollte kommen, nee, das ist nicht das Zitat, also hier sagt er drin, dass wir mehr Videorekorder brauchen für die Gesellschaft, dass es wirtschaftlich besser werden muss, das sind diese ganzen Dinge. Ich habe Ihnen diese Seite nochmal gezeigt, weil es in der Tat schwierig war damals für uns, das waren so Bleiwüsten und wie können Sie dann als Korrespondent sich schnell orientieren, Sie wissen, wir haben alle mehr oder weniger schlecht Russisch gesprochen. Ich kam in ein Büro mit 4 Leuten, hatte wahnsinnig Angst, weil ich so als junger Slawist hinkam. Ich war der Jüngste, die anderen waren ja alles altgediente Leute. Und das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Ich hatte einen Bürochef und ich kam morgens zu Hause schon mit einem Wörterbuch, Zeitung geguckt, wo es irgendwas Wichtiges. Sagt, hier Herr, ich sage den Namen jetzt nicht, könnte das was sein? Ach nee. Da dachte ich, Donnerwetter, wie kann der Mann mit seinem Wissen das so überfliegen, die Zeitung, er weiß alles. Bin ich eher ins Büro gekommen, dann kam er später rein und rief zu, Natascha, es ist heute was in den Zeitungen? Nein, Herr, Punkt. Wunderbar. Das hat 3 Wochen gedauert, bis ich merkte, dass dieser Herr Kollege nur 2 russische Worte konnte. Здравствуйте und хорошо. Guten Tag und gut. Das war alles. Der ist nach 5 Jahren weggegangen, konnte keinen Satz Russisch reden. So war das damals. Man hat das auch nicht für nötig gehalten. Und ich natürlich mit meinem Slawisten-Russisch, Sie wissen, wie man an der Uni lernt. Man lernt Russisch wie Latein, bis man dann erstmal lernt zu reden. Das dauert eine Weile. Aber es gab dann auch immer diesen Sprengstoff, den wir entdeckt haben, da haben mich unsere russischen Mitarbeiter aufgebracht, sagt, die ganzen Leitartikel kannst du vergessen, lese immer nur am Absatzbeginn, ob irgendwo das Wort Adnako vorkommt. Jedoch, dort ist ein Widerspruch versteckt und darauf setzen wir uns dich ein. Also so lernte man dann Zeitung lesen. Und da, das sind jetzt diese Zitate, die ich aber jetzt nicht im Einzelnen brauche, ich will es aber Ihnen bloß mal auf Deutsch kurz sagen, in einem dieser Zitate, das ist eben auch von Ligatschow, man darf nicht die Augen davor verschließen, dass das Defizit auf dem Verbrauchermarkt die moralische Atmosphäre deformiert und bei sinkender Erziehungs- und Rechtsschutzarbeit erzeugt es, hat und bei sinkender Rechtsschutz- und Erziehungsarbeit erzeugt es alle möglichen Arten des Missbrauchs. Das, was ein bisschen hier so, wer so Russisch, viele können ja auch Russisch, wer das hier so liest, wird feststellen, hier wird die tägliche Korruption angesprochen. Das brannte den Leuten unter die Nägeln. Endlich sagt es mal einer, wenn auch verklausuliert. Und dann das nächste Versprechen, und zwar hier oben, unter Beruf, Sie sehen es, hier, Sim Siljetje Velikovo Oktyabra, also unter Berufung auf den großen Oktober, geht es darum, dass die Sowjetmenschen so schnell wie möglich Ergebnisse der Perestroika spüren müssen, und zwar Veränderungen zum Besten im sozialen Bereich. Bei der Befriedigung von Bedürfnissen nach Waren und Dienstleistungen. Also endlich ist man in der Partei dort angekommen, wo es um die Leute und das tägliche Leben ging. Nicht mehr großes Gefasel, sondern da geht es darum, Leute, ihr braucht mehr zu essen, mehr zu trinken, ihr müsst bessere Qualität des Lebens spüren. So, und jetzt passiert etwas, das ich mit diesem Bild Ihnen zeige. Das sagt allen schon, was passiert ist. Nämlich nur 5 Tage nach diesem tollen großen ZK-Plenum, das ist am 28. Mai 1987, ist die größte Niederlage passiert, die diesem Land passieren konnte. Matthias Rust ist eingedrungen und dann da über den Roten Platz geflogen, nicht auf dem Roten Platz gelandet, sondern unterhalb, neben der Basiliuskathedrale. Zu den Bildern sage ich auch noch etwas zu der Geschichte. Und wissen Sie, wann das passiert ist? Das genau passiert an dem Tag, als der Tag der Grenztruppen gefeiert wurde. Das ist überhaupt die größte Schmach gewesen. Was meinen Sie, was da los war im Politbüro? Da wurden ja schlimme Dinge dann in der Zeitung geschrieben. Und es wurde groß reinig gemacht. Sie wissen, da wurden ja viele 100 Leute aus dem Militär rausgeschmissen, Stabschefs und Luftwaffenchefs ausgewechselt und dergleichen mehr. Was ist an diesem Bild für mich so bewegend? Das können Sie gar nicht verstehen. Morgens gegen 4.30 Uhr rief mich Rias, gab es damals noch an, und sagte, da muss irgendwas sein. Deine Kollegin von AP hat eine Story gemacht.
Da muss irgendeiner gelandet sein mit dem Flugzeug auf dem Roten Platz. Dachte ich, komisch, und keiner weiß was. Ich höre nichts. Also, ich sofort in meine Klamotten, habe das, was ich hier habe, mir angesteckt, kleines Mikro. Das waren noch damals natürlich Geräte, so diese Tonbandgeräte, die kleinen Kassettengeräte, reingesteckt, bis zum Roten Platz gefahren, ausgestiegen, angeschaltet und bin rumgegangen. Nichts gesehen, außer das, was man immer sah, nämlich die Herren mit diesen komischen Kunstledermänteln und den Aktenkoffern und so Schabkas obendrauf vom KGB und die normale Polizei, also Miliz. Ich natürlich auf die zu. Und dann habe ich gefragt, ach, von der deutschen Werk, Stubidu-Mädchen und so, ist doch nichts zu sehen, guck mal hin. Ich habe also gefragt, ob das ein kleines Flugzeug gelandet ist. Guck dich rum, nichts ist hier, das ist wieder böse Propaganda des Westens. Gut, ich nach Hause, habe gesagt, ich kann euch jetzt genau das erzählen, was ich recherchiert habe. Ich weiß nichts Genaues und das ist ja in der Verzweiflung das Einzige, was Sie als Journalist machen können. Gestehen Sie zu, wenn Sie etwas nicht wissen und wenn Sie etwas recherchiert haben und es kein Ergebnis rausgekommen, dann müssen Sie das berichten. Auch das gehörte zu der Lebenswirklichkeit in der Sowjetunion dazu. Also nichts übertreiben. Und dann ganz plötzlich kriegten wir von amerikanischen Kollegen einen Anruf. Sie hätten einen englischen Arzt aufgetrieben. Der hat das alles gefilmt. Nur hat er das in einem Fernsehformat gefilmt, was man in einem amerikanischen Büro gar nicht abspielen konnte. Sie wissen, es gab PAL, NTSC, MESECAM und SECAM. Und nun hatte aber gerade die ARD, weil wir oft auch von Amerikanern was brauchten, wir waren die einzigen, die hin und her konvertieren konnten, die verschiedenen Formate. Also mussten sie es uns zeigen. Dann haben wir Deal mit den Amis gemacht, sage ich, ihr zeigt es uns. Ich durfte mir zugucken, damit ich das authentisch dann berichten kann. Und wir haben gesagt, wir senden auch erst das Bildmaterial, wenn die in Amerika auf Sendung gehen. Und so haben wir dieses Material genommen und daher stammt auch dieses Bild. Das sind also die kleinen Dinge, die man nebenbei erwähnt, die natürlich in die Geschichtsbücher nicht eingehen. Und man sieht so ein Bild und da steht jetzt heute irgendein Agenturbild darunter. Aber ich habe es Ihnen gesagt, das Bild ist die Quelle. Sie sehen es unten. Ich habe es, weil das wird heute als Quelle von einer Agentur verkauft, das Ding. Privatvideo via ARD habe ich reingeschrieben als Quelle. Wie gesagt, es war verheerend, dieser Zwischenfall. Aber es wurde auch von Gorbatschow genutzt, um einfach ordentlich aufzuräumen bei Leuten im Militär. Es kam dann, das geht dann relativ schnell weiter, jetzt bin ich ein bisschen zu fortgesprungen mit dem Zitat, aber es geht jetzt weiter. Nach diesem Zwischenfall wurde dann wirklich mal die Schleusen geöffnet, es gab wieder ein ZK-Plenum, da ging es um die Wirtschaft. Und da ist ein Begriff gefallen, der hat uns alle hellhörig gemacht, dass sich die sowjetische Wirtschaft im Vorkrisenstadium befindet. Vorkrisenstadium, wer brav seinen Marx gelernt hat, weiß, das ist sozusagen die letzte Stufe vorm Zusammenbruch. Das ist schon heftig. Und als Konsequenz hat dann die Leute, also Gorbatschow hat es vorgetragen, haben dann Dinge vorgetragen, die haben alle Leute sehr schockiert. Betriebe sollen sich künftig selbst finanzieren. Konkurs wird nicht mehr ausgeschlossen. Personal kann entlassen werden. Der Begriff Arbeitslosigkeit taucht erstmals auf. Die künstlichen Preise sollten angepasst werden in die Wirklichkeit. Auch hier gibt es Dinge, die die große Kluft zwischen der Wirklichkeit und der Scheinwirklichkeit gezeigt haben, denn damals, nach gewisser Zeit, war ja der ehemalige Außenminister Gromyko Staatschef geworden und er hat als Staatspräsident mal gesagt, er versteht die Aufregung nicht um diese Preise, denn er kauft in seinen Läden immer noch die Tomaten zu den Preisen ein, wie sie vor 30 Jahren waren. Das waren natürlich die Nomenklatura-Läden, wo die Preise nie erhöht wurden. Aber das zeigte sich auch so diese Kluft zwischen der Wirklichkeit und dem Scheindenken der Nomenklatura. Aber bei dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, Arbeitslosigkeit nicht ausgeschlossen, Konkurs, hat auch Gorbatschow sich immer wieder auf Lenin berufen, auf die neue ökonomische Politik. Dann gab es viel Beistand, Sie haben Namen vielleicht schon mal gehört, Tatjana Staslavskaja oder Nikolai Schmeljow, Agan Begian, also alle diese ganzen Dinker, viele aus Akadem Gorodok, die ordentlich so mitpubliziert haben zu marktwirtschaftlichen Thesen, haben sich Gedanken gemacht, sie sind aufgetreten in Pressekonferenzen und bei Fernsehdiskussionen und vor allen Dingen Sie. Diese Leute haben extrem starken Kontakt zu uns westlichen Korrespondenten gesucht, weil sie sagten, wir möchten gerne nicht nur, dass ihr aus unseren Medien irgendwas als Streit seht, sondern dass ihr mal unsere Meinung direkt aus erster Hand auch weitergibt. Entsprechend suchten natürlich auch die Gegner wieder den Weg zu uns. Also in der Zeit, was ich da an Leuten getroffen habe, die ich heute schon alle nicht mehr kennen möchte, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Jetzt kommt etwas, wer also Gorbatschow kennengelernt hat. Das kann man, ich bin ja beim Petersburger Dialog, da kann man mit ihm immer wieder diskutieren. Da wird man eines feststellen. Das waren ziemlich gute intellektuelle Akademiker. Gorbatschow, ich sage mal ganz unbefangen meine Meinung dazu,
Wenn man Gorbatschows Bildungsstand nimmt, wenn man sieht, sein sprachlicher Ausdruck, der eher bäuerlich südrussisch ist, wenn man sieht, auf welche Quellen er sich beruft, literarische oder historische Quellen, so gut wie keine nämlich, dann wird man Gorbatschow wohl kaum als Vertreter der klassischen Intelligenzia bezeichnen können. Das ist insofern wichtig, weil damit ihm auch bis heute aus meiner Sicht sozusagen die Kritikfähigkeit gegenüber der eigenen Person fehlt. Er ist ein instinktbegabter Politiker, er hat die Notwendigkeit verstanden zu Veränderungen, er wollte Wünschenswertes und Machbares in Übereinstimmung bringen, aber er hat schlicht das machtpolitische Gleichgewicht verloren. Seine Tragik ist ganz einfach, das hat sich in diesem Jahr angefangen deutlich zu zeigen, seinen Gegnern ging er zu weit, seinen Anhängern ging er nicht weit genug. Es gab einen Aufsteiger und da möchte ich immer die Historiker ermuntern, sich mit dieser Figur jetzt mal ernsthaft zu beschäftigen. Das ist Alexander Jakowlew. Alexander Jakowlew stieg auf ins Politbüro 1987. Er gilt nach vielen, was ich so sagen kann, als der wirkliche strategische, kluge Kopf hinter der Perestroika, hinter den weiteren Entwicklungen. Er war mal strafversetzt auf dem Botschafterposten nach Kanada. Manche vermuteten, weil er sich gegen die Intervention der damals in CSSR ausgesprochen hat. Er wurde von Gorbatschow zurückgeholt, hat dann langsam die Leiter erklimmt und hat dann am Ende der Perestroika ja unter Protest die Kommunistische Partei verlassen, hat zwei ganz beachtenswerte Bücher geschrieben, eines mehr so memoirenhaft über seinen Lebenslauf und eins über das schreckliche Jahrhundert. Und er ist, finde ich, in der Geschichtsschreibung der Neuzeit vom Ende der Sowjetunion noch gar nicht wirklich gewürdigt worden. Wäre wichtig, er lebt ja nicht mehr leider. Dann kam der nächste Schritt und das ist der Historikerstreit. Auch dort ist was sehr Interessantes. Sie wissen, das war die Aufforderung von Gorbatschow. Weder in der Literatur noch in der Geschichte darf es vergessene Namen und weiße Flecken geben. Ich habe damals unter anderem geschrieben für die Neue Zürcher Zeitung und hatte natürlich Zuarbeiter. Wenn ich etwas geschrieben habe, steckten dahinter immer auch Menschen, die mir geholfen haben. Das muss man wirklich sagen. Man weiß nicht alles aus eigener Kraft. So hatte ich einen Mann, er ist schon tot, Alexander Zschoppe. Alexander Zschoppe war Parteisekretär der Humboldt-Universität in Ostberlin, ist dann ideologisch gestürzt über die Habermas-Affäre, ist dann als Linksabweichler wohlgemerkt ins Exil in die Sowjetunion gegangen, weil er der DDR zu links war, ist dort in der Gosse gelandet. Ich habe ihn aus der Gosse aufgefangen, er war ein schlimmer Alkoholiker, hochbegabt, hat mit Jakowlew zusammen promoviert gehabt und der hat für mich Zeitungen gelesen, und zwar auch die Talstir Journali, diese ganz dicken, wo ein Aufsatz 50, 60 Seiten immer ist. Was meinen Sie, was er als Journalist Zeit dafür verlieren und die Sender drängen und wollen schon wieder Beiträge haben. Und der hat mich eines Morgens angerufen, einem Samstag, und sagt, du pass mal auf, hier ist was ganz Gewaltiges. Ein Mann, Juri Afanasjew, der hat dort einen ganz wichtigen Artikel geschrieben, sagt, du, das ist der Auftakt zu einer Auseinandersetzung, wenn das wahr wird, wird die Geschichte umgeschrieben. An dem Tag hatte die NZZ bei mir angefragt und sagt, es ist so ruhig, wir haben gar nicht so viel, ist bei Ihnen was los? Und da habe ich zur NZZ gesagt, pass mal auf, ich habe etwas im Rundfunk, die wollen immer bloß so 2-3 Minuten Stücke, aber das scheint ein sehr wichtiger Artikel, nämlich der Aufbruch zu einer Historikerdebatte, die möglicherweise zu einer Neubewertung im Inneren der Sowjetunion führen kann. Und sagen Sie, dann schreiben Sie doch mal. Und dann, meine liebe NZZ, habe ich gesagt, ja, wie viele Zeilen? Sie wissen, damals hieß es immer 20, 30, 40 Zeilen. Nein, nicht die NZZ. Die hat gesagt, Sie schreiben so viel Sie brauchen. Oh, ich habe geschrieben, der Artikel wurde auf der ersten Seite veröffentlicht, auf der zweiten ging er weiter. Unglaublich, damit war die NZZ auch die erste Zeitung, die dann den Einstieg in diese Debatte dokumentiert hat. Natürlich wurden solche Historiker wieder angegriffen, weil es hieß, sie machen eine Revision des geschichtlichen Weges. Auch hier ist der Machtkampf natürlich von beiden Seiten ziemlich heftig gegangen. Ich gebe Ihnen noch ein Zitat von dem Herrn Schmeljow, den ich schon erwähnt habe, aus Novi Mir. Da sagt er ganz klar in der Zeitung, man muss die Dinge beim Namen nennen, Dummheit bleibt Dummheit, Inkompetenz bleibt Inkompetenz und ein wirksamer Stalinismus bleibt ein wirksamer Stalinismus. Nebenbei bemerkt, so schrieben wenige Jahre zuvor Intellektuelle, die als Dissidenten das Land verlassen mussten und heute wartet man vergeblich auf solche Aussagen in Russland. Der Sommer dieses 70. Gedenkjahres, wie lange habe ich Redezeit? Noch, ja, wir haben noch, ja, wann habe ich angefangen? 20 nach sowas, okay. Also jetzt muss ich, es wird sonst zu lange. Also jedenfalls, Sie wissen, dass dann noch etwas anderes passierte. Und zwar, es gab die Krim-Tataren. Da gab es die erste große Demonstration auf dem Roten Platz. Keiner wusste, wie man damit umgeht.
Aber es hat dazu geführt, dass sie wenigstens von Gromyko empfangen wurden und später wurde sogar den Krimtataren erlaubt, auf die Krim zurückzukehren. Heute wieder ein ganz anderes, aber aktuelles Thema. Gorbatschow hat dann geworben vor dem großen Oktoberfeiern. Sie sehen das immer wieder, Perestroika wird an ihren Tatsachen gemessen, er ging unter das Volk. Er hat dann Bücher geschrieben, unter anderem dieses Buch. Und dieses Buch hat tatsächlich Furore gemacht. Dieses Buch ist ein Weltbestseller geworden. Ich befürchte bloß, viele haben es gar nicht richtig gelesen, weil sie gesagt haben, Gorbatschow, toll, alles. Ich habe mir deshalb mal erlaubt, aus diesem Buch etwas rauszunehmen, und das habe ich gar nicht hier drin, aus diesem Buch etwas rauszunehmen. Das habe ich offensichtlich als Zitat gar nicht drin. Nein, das habe ich hier raus vergessen. Ein Zitat drin, eine Kernausgabe, da steht nämlich drin, es gibt Leute im Westen, die gehen so weit zu behaupten, die Oktoberrevolution von 1917 sei ein Fehler gewesen. Diejenigen, die hoffen, dass wir von unserem sozialistischen Weg abweichen, werden bitter enttäuscht. Also Gorbatschow auch als Bewahrer des kommunistischen Erbes der Revolution von 1917. Wenn er heute redet, redet er anders. Das will ich kurz überspringen, ist natürlich ein Zufall, das 100. Jahrestag von John Reed. Sie kennen ihn, 13 Tage, die die Welt erschütterten. Auch das gehörte zur Oktoberrevolution, wurde gleichzeitig mit dem großen Oktober gefeiert. Dann kam es zu dem eigentlichen Ereignis. Das war dann die Feier zum 7. November. Sie kennen die Rechnung, julianische und gregorianische Kalender, deshalb ist es jetzt im November. Das Festreferat fand am 3. November statt. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist nichts anderes als die inoffizielle Übersetzung, war alles vorbereitet. Gorbatschow durfte nicht mehr abweichen von seinem Referat, denn das wurde schon verteilt in viele, viele Sprachen und auf Knopfdruck wurde es dann freigegeben. Wichtig ist, dass diese Rede große Erwartungen ausgelöst hat. Im Westen, wie verrückt, alle sagen, wir wollen das sofort rausbringen. Zwei meiner Kollegen haben zwei Tage später dann ein Buch rausgebracht, da wurde das abgedruckt, was wir alles hier umsonst bekommen haben und eine kurze Einführung dafür. Und die Verlage wollten damit das große Geld machen. Sie haben bloß nicht gewusst, was in der Rede drin steht. Sie haben es blind eingekauft. Sie wissen, es gab dieses Abwägen in der Rede, wo Gorbatschow sagt, sowohl Heroisches als auch Tragisches gibt es, große Siege und bittere Misserfolge. Dann aber geht es schon weiter. 1917 hat gezeigt, dass die Wahl zwischen Sozialismus und Kapitalismus die sozialen Hauptalternativen unserer Epoche sind. Dann hat er ein bisschen rumspekuliert über das, von dem wir nicht wissen, in welche Richtung er geht. Bukharin möglicherweise, Rehabilitierung wurde dort schon angesprochen, aber er hat das nicht wirklich angesprochen. In der Zeit, Augenblick mal, jetzt ist mir etwas durcheinander geraten. So, das gehört da gar nicht hin. So, in dieser Zeit hat er dann noch etwas anderes am Schluss gesagt. Und das ist der Schlusssatz dieser Rede, die ist ganz wichtig gewesen. In dieser Rede hat er nämlich am Schluss gesagt, wir gehen einer neuen Welt entgegen, der Welt des Kommunismus. Von diesem Weg werden wir nie abweichen. Das ist der Schlusssatz von Gorbatschow zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution. Wenn Sie ihn heute darauf festlegen, sagt er, ja, eigentlich habe ich das ja so nicht gemeint. Sag ich, Michael Sergejewitsch, was Sie gemeint haben, ist was anderes vielleicht, aber das, was Sie gesagt haben, ist das. Ja, das musste ich ja machen, ich musste ja alle einbinden, aber er muss dafür gerade stehen als Generalsekretär. Als Generalsekretär muss ich für so etwas gerade stehen, das ist ganz wichtig. Jetzt versuche ich mich hier weiter zu orientieren. Das andere habe ich kurz übersprungen. Das war, ich will es Ihnen bloß kurz zeigen. Sie wissen, das ist Sacharow hier. Da gab es etwas, da verdanke ich meiner Nichte etwas Nettes. Sie hat das Bild aufgetan für einen Band, den sie herausgegeben hat. Die hat damals mit mir in Moskau gelebt. Die kam Scheide, als sie da ihr Studienjahr gemacht hat. Und da haben wir dann auch ein Memorial gegründet. Kurz danach, da bin ich mit einem dieser Stalin-Opfer. Und beim Memorial hat sich insofern was getan. Sie kennen Memorial vielleicht, eine Bewegung, die zunächst mal Stalin-Opfer rehabilitieren wollte. Die konnten damals nicht ihr Statut vervielfältigen, weil es ja keinen Privatbesitz an Kopierern und Druckern und dergleichen gab. Dann habe ich mein Büro zur Verfügung gestellt, weil ich sowohl Afanassjew als auch Sacharow kannte. Die haben mir das alles anvertraut. Dann habe ich das 100-fach vervielfältigt, wieder zurückgebracht und Memorial konnte gegründet werden. Die Rede ist gelaufen. Die Sache ist sozusagen weitgehend gut gegangen. Und dann erst nach der Rede kam eben die so große Revolutionsparade. Ich habe es bloß als Bild gezeigt, können Sie alles bei YouTube heute nachsehen. Schauen Sie mal, da bin ich dann selbst auf dem Roten Platz, man macht so seine Fotos, die kleinen Erinnerungsbilder, aber was noch interessanter ist, ist diese Seite.
Denn auch unsere westlichen und die alle, die im diplomatischen Dienst waren, wissen das. Westliche Seite ist auch gut informiert. Unsere Militärsattachés waren natürlich längst schon informiert, was da läuft. Und wir haben dann diese Zettel bekommen und haben dann mit genauen Angaben zu den ganzen Waffengattungen alles in der Hand gehabt, damit wir dann auch entscheiden konnten, wie stark die Sowjetmacht militärisch ist und was uns da bevorsteht an möglichen anderen Dingen. Das alles ist gelaufen, war Routine. Und hier kommt noch die letzte große Routine. Das, was ich hier Ihnen zeige, ist das letzte Dokument der gemeinsamen sozialistischen Welt. Nämlich, das ist das Treffen mit den Vertretern aller Parteien und Bewegungen, die zu dem 70. Jahrestag, das ist es wieder, zum 70. Jahrestag des großen Oktobers nach Moskau gekommen sind. Jetzt sagen Sie, spinnt er, was macht er da eigentlich? Nein, ich möchte Ihnen etwas zeigen, weil es mich selbst tatsächlich dermaßen erstaunt hat. Es ist das letzte Mal, dass alle dann in kurzer Folge danach gestürzten KP-Führer in Russland aufgetreten sind. Also da oben ist Gorbatschow natürlich, dann ist Herr Zhivkov, der dort eingekastelt ist, dann ist es Kada aus Ungarn, Honecker aus der DDR, unten ist Jaruzelski, es geht aber noch weiter. Dann ist Husak hier oben, dann kommt Ceausescu, sehen Sie, auf alles mit Kyrillisch geschrieben. Und dann kommen wir zur Schweiz. Auch die Schweiz war beim großen Oktober vertreten. Endlich etwas von der kommunistischen Arbeiterbewegung der Schweiz als Nachweis bekommen. Es ist immer sehr schwer, in der Schweiz mit den Leuten zu reden, wie seid ihr vertreten gewesen in der kommunistischen Weltbewegung? Aber wir doch nicht, die Schweiz? Doch, ja. Das ist eine Jean Spielmann, oder? Ne? Jean Spielmann. Und zwar Generalsekretär der Schweizerischen Partei der Arbeit. Und jetzt gibt es einen Mann, den viele von Ihnen nicht kennen, aber die, die in Moskau arbeiten, kennen ihn alle, bis zum Erbrechen, Guess Hall. Das ist hier unten der meistzitierte amerikanische Politiker in den sowjetischen Medien, nach dem amerikanischen Präsidenten. Der ist nämlich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der USA gewesen. Wir sind eine deutsch-amerikanische Familie. In meiner ganzen Familie in Amerika kannte keiner diesen Namen, aber in Moskau kannten ihn alle. Und ganz zum Schluss, auch das ist wichtig, Sie wissen, die Bundesrepublik, die DDR und West-Berlin waren ja drei getrennte politische Einheiten. Also war auch die SED West-Berlins auf diesem großen Tag mit einem eigenen Vertreter dort präsent. Das war die große Abschlussfeier und die große Einheitsdemonstration, bevor es zu dem wirklichen Eklat, zu dem desaströsen Ende dieses Jahres kam. Es kam zu dem, was ich Ihnen hier zeige, im Politbüro der KPSS. 4 Seiten. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe ein bisschen was unterstrichen, muss ich Ihnen alles nicht vorlesen. Abrechnung mit Boris Jelzin. Boris Jelzin war ja von Sverdlovsk gekommen, Stadtparteichef in Moskau, hat dort ein bisschen aufgemodelt, hatte einen mit einer gewissen populistischen Politik auch die Leute hinter sich gebracht. Es gibt Dinge, von denen man meint, dass sie wahrscheinlich gut inszeniert worden sind. Journalisten waren dabei, aber es war auch effektvoll. Er ist zum Beispiel in Läden gefahren morgens, die gerade Fleischlieferungen bekommen haben. Er hat gesagt, ich möchte gerne Fleisch kaufen. Da hieß es, es gibt nichts. Und dann hat er gesagt, wieso, ihr seid doch gerade beliefert worden. Das wurde in der Presse weit verbreitet und dann bekam er den Jubel der Bevölkerung. Aber Jelzin hat natürlich andere Sachen gemacht, er hat eben auch vieles angegriffen, es ging ihm zu langsam. Und diese Abrechnung hat dann dazu geführt, was ich Ihnen anfangs gesagt habe. Das ist der Afghanistan-Krieg, kommt nachher. Jelzin ist dann eben raus aus dem Politbüro, ist aber auf der Bevölkerungsseite nach wie vor gefeiert worden. Und dann passierte etwas, was wieder typisch eben diese alten KGB-Machenschaften waren. Sie haben dann angeblich Jelzin und seinen Fahrer volltrunken in irgendeinem Straßengraben gefunden. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Das Rublevskoje Chaussee, wo man rausfährt zu den ganzen Datschen. Stimmt's oder nicht, weiß ich nicht. Sie haben es einem Kollegen einer italienischen Zeitung erzählt, der hat das begierig bei sich veröffentlicht. Dann konnte die ganze sowjetische Presse dieses Schandmal Jelzin zitieren aus den objektiven westlichen Quellen. Dann kam das in die sowjetischen Nachrichten rein. Meine Kollegen und Freunde sind gekommen, toll, endlich mal einer ist der wie wir, der besoffen im Straßengraben landet. Der ist unser Mann. Also das Gegenteil ist erreicht worden mit diesen Verunglimpfungskampagnen. Es ging also immer so weiter. Und dann, ich mache diesen Sprung jetzt hier, nachdem Jelzin gestürzt war, ist es so gekommen, dass er damit mehr und mehr Zuspruch gefunden hat. Sie wissen, er ist später dann als unabhängiger Kandidat in den Volkskongress eingezogen. In der Zwischenzeit ist der Abzug aus Afghanistan eingetreten. Und Sie kennen dann, was dann passiert ist. Das ist dann der Beginn der nationalen Unruhen. Und jetzt fasse ich ganz kurz, nachdem das Gedenkjahr zu Ende ist, fasse ich etwas zusammen, was ich als Annex nenne, wie die Perestroika ihre Unschuld verlor. Bis dahin war alles noch ausgewogen, der Machtkampf ging, aber man wusste nicht, böse zu sagen, aber dann wurde es schlimm.
Denn Sie wissen, 88 Krim-Tataren durften zurückkehren. Es gab die Parteikonferenz. Unser politisches System hat sich als unfähig erwiesen, sagte Gorbatschow. Aber es gab diese Unruhen. Es wurde viel zugestanden, was die Geschichte anging. Die Stalin-Opfer wurden veröffentlicht. Es gab Säuberungen im Zentralkomitee. Nur es gab diese große, vom Baltikum 600 Kilometer lange Menschenkette, die gegen den Hitler-Stalin-Pakt, gegen das Zusatzprotokoll dort auf die Straße ging, dessen Existenz von Gromyko in seinen Memoiren kurz vor seinem Tod noch bestritten wurden. Und Gorbatschow wurde Staatspräsident mit 9 Vollmachten. Sacharow damals auch in dem Volkskongress hat noch dagegen gewettert. Und dann als Litauen, Lettland und Estland, die ja nie nach westlicher Sicht Teil der Sowjetunion waren, sie galt gerade nicht mehr als besetztes Gebiet. Wir haben die nie anerkannt, wir hatten auch einen Botschafter aus Tallinn, der durfte nie in seine Heimat fahren, in einen deutschen Botschafter. Die haben ihre Unabhängigkeitserklärung gemacht und Gorbatschow hat das mit seinen 9 Vollmachten schlicht annulliert. Die russische Föderation, russländische Föderation, Rassistische Föderation, hat dann ihr Austrittsrecht versucht zu definieren. Jelzin hat die KP verlassen 1990 und Gorbatschow hat dann am Schluss, ein Jahr später, also nach dem Jahreswechsel, Truppen in Bewegung gesetzt. Er sagt, ja, heute, ich habe ja nicht den Befehl gegeben. Es tut mir leid. Er war der Oberbefehlshaber der Armee. Und wenn die Truppen gegen die Unabhängigkeitsbewegung losgehen, wenn es dabei Tote gibt, muss sich Gorbatschow dafür verantworten. Das macht er bis heute übrigens nicht. Gleichzeitig ist was veröffentlicht worden, was im Westen untergegangen ist. Und was mir bis heute leid tut, dann würde man Putin besser verstehen. Damals hat Alexander Solzhenitsyn etwas veröffentlicht, das habe ich vorab bekommen von dem Piper Verlag, den Sie erwähnten, weil der die ganzen Rechte für Solzhenitsyn hatte. Ich bekam damals das Rohmanuskript. Das hieß Kaknam Abostroit Rassio, also wie man Russland umbaut. Und mit diesem Text hat er alles vorweggenommen, was heute Putin-Politik ist. Abchasien, Südossetien abtrennen von Georgien, die Krim abzutrennen, Norden von Kasachstan, das ist noch nicht passiert, dann Novorossiya, auch dieses Neurussland-Denken, dann Kleinrussland, die Nichtanerkennung einer ukrainischen Nation, all das ist dort in diesem Manifest drin. Auch da habe ich mich immer gewundert, warum unser Atem so kurz ist, auch in der Geschichtsschreibung mal zu wissen, was der veröffentlicht hat und worauf auch Putin sich gründet ideologisch. Putin holt das nicht alles aus seinem Kopf raus, der hat ja Leute, die ihm das zuarbeiten, sehr, sehr spannend. Gorbatschow jedenfalls in dem Jahr 91 verbündet sich mit den rechten Kräften, erteilt Sondervollmachten an der Armee und an den Polizei, an das KGB. Militärsperren setzt er ein gegen die Demonstranten, die pro Jelzin sind. Er versucht, Jelzin zu bekämpfen. Jakowlew verlässt dann auch noch die Partei. Es gibt einen Erosionsprozess und Gorbatschow klammert sich wirklich an die Macht mit den Kräften, gegen die er eigentlich kämpfen sollte. Und dann kommt der Augustputsch. Es war zu spät, er wurde weggeputscht, er ist wiedergekommen. Sie wissen, Jelzin hat sich damals für ihn einerseits eingesetzt, hat dann die Abrechnung mit ihm öffentlich gemacht und dann hat Gorbatschow das Amt an ihn ja abgetreten, die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten. Und am 31. Dezember 91 ist die UdSSR aufgelöst worden. Rechtsnachfolger der Sowjetunion ist die Russländische Föderation bis heute. Auch das muss man sich immer wieder klar machen, wenn es um bestimmte Diskussionen geht. Und im Rückblick ist es auch interessant, den Aussage von Putin sich nochmal klar zu machen, den man auch ein bisschen differenzierter sehen sollte bei allen Schwierigkeiten, die wir mit ihm haben, der selbst gesagt hat, wer die Auflösung der Sowjetunion nicht bedauert, hat kein Herz. Dieses Zitat wird bei uns oft benutzt. Der zweite Satz wird aber oft nicht benutzt. Der zweite Satz heißt, wer sie sich zurückwünscht, hat keinen Verstand. Putin ist ein ganz klar geprägter Machtmensch, der weiß, dass das alles nicht mehr möglich ist. Das Ganze habe ich natürlich nicht allein erlebt, sondern mit meiner Familie, die Sie bei den Oktoberfeierlichkeiten hier kurz vor dem Roten Platz vom Historischen Museum sehen. 3 Kinder, meine Frau und ich. Ich habe geredet, das Foto gemacht. Meine Nichte hat mich damals durch die Sowjetjahre teilweise begleitet, war viel bei uns auch, hat auch viel gelernt und ich habe heute das Vergnügen, von ihr viel zu lernen. Vielen Dank. So, jetzt denke ich vielleicht. Jetzt danke ich ganz herzlich für diesen sehr, sehr schönen Abschluss, finde ich, der Reihe, der nochmal ganz viele Punkte auch aufgebracht hat, auf die wir vorher zum Teil schon eingegangen sind. Gerne gebe ich jetzt das Mikro rum für Fragen, Kommentare, Nachhaken. Also ich stehe auch für alle privaten Fragen offen, was mein Leben dort betrifft. Also da gibt es keine Geheimnisse. Sie wissen ja, es wurde kurz gesagt, ich bin gekommen zu Andropow-Zeiten, bin dann am Ende der Gorbatschow-Zeit weggegangen und bin seitdem auch viel in Sowjetunion. Ich habe seit 16 Jahren ein Dauervisum für Russland, also auch für jetzt das heutige Russland. Und werde auch nicht müde, immer die Leute aufzufordern, fahrt hin, redet mit allen Leuten.
Und einige, die mich hier kennen, wissen auch, warum ich da so aktiv bin, weil ich einfach nicht Menschen verlassen möchte, die gerade jetzt in so einer schwierigen Zeit auch in Russland intellektuelle Unterstützung und Ansprache brauchen. Und ich möchte auch, dass nicht noch mehr von den Intellektuellen das Land verlassen. Ich habe viele Studenten, Studierende, deren Eltern weggegangen sind und dem Land den Rücken gekehrt haben. Dieser intellektuelle Aderlass ist natürlich schlimm, aber das ist ja nicht nur in Russland so, wie Sie wissen, sondern, da ich auf dem Balkan war, noch schlimmer in Bulgarien, Rumänien und dergleichen mehr. Aber das sind Probleme, die müssen wir, und da sind Sie nicht Teil dieser Europäischen Union, Gott sei Dank haben Sie das nicht mitzutragen, aber auch da müssen wir als Gesamteuropa einfach für eine richtige Balance mal wieder sorgen, denn sonst kriegt alles eine Schlagseite in eine Richtung und dann brechen uns auf der anderen Seite möglicherweise ganze Gesellschaften weg. Aber das ist so meine persönliche Meinung dazu. Danke. Vielen Dank für dieses spannende und lebendige Referat. Für alle Leute, die damals eben auch in Moskau waren, stellt sich immer wieder die Frage, haben Sie irgendwann mal in Moskau gedacht, dass diese Sowjetunion auseinanderbrechen könnte, 1987, 88, 89? Ich habe das alles wirklich auch miterlebt, ziemlich von innen, und muss sagen, wir waren alle überrascht, dass es wirklich auseinanderbrach. Man dachte, das wird immer noch repariert oder geht in eine bestimmte Richtung, aber das war ja dann sehr radikal. Ich glaube, niemand von uns hat sich drei Dinge vorstellen können, und ich am allerwenigsten. Ich fange mal mit eben der Sowjetunion an. Nein, ich habe mir nie vorstellen können, dass die Sowjetunion auseinanderbricht. Ich habe mir vorstellen können, dass man das Verhältnis der einzelnen Republiken zueinander vielleicht nochmal anders gestaltet. Aber wir alle haben ja gewusst, in welcher Art von Wirtschaftsverbund sie gelebt haben, wie die Aufgaben im Land verteilt waren und dass dann eben das Ganze sich ergänzen sollte. Es hat zwar nicht funktioniert, aber trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen. Das Zweite, da ich in Jugoslawien studiert hatte und ein großer Anhänger von Vielvölkerstaaten und sowas war, was ja letztlich die Schweiz trotz Willensnation auch mit verschiedenen Stämmen ist, dachte ich, auch sowas müsste möglich sein mit einer reformierten Form des jugoslawischen Staates. Der ist auch auseinandergefallen, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und was ich mir am allerwenigsten vorstellen konnte, war eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Nein, 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 alles drei war für mich unvorstellbar. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Und weil ich es mir nicht habe vorstellen können, ich glaube, dass das symptomatisch ist für viele, haben wir keine Szenarien gehabt. Wir haben nicht den Mut gehabt, das Undenkbare zu durchdenken. Ich habe für mich daraus gelernt, dass ich heute, wenn ich mit meinen Studenten rede, wir machen auch so viel so Psychodramen, politisch-historische Psychodramenspiele, dass wir uns Dinge durchdenken, die ganz unwahrscheinlich sind. Ich war in den letzten Jahren als Medienberater in der Ukraine, die Kollegin kennt da ein bisschen was davon, und da waren wir im Fernsehen und dann haben wir auch diskutiert. Und sage ich, ich stelle mir das vor, was ich aus der deutschen Geschichte gelernt habe, im Verhältnis Ukraine zu Russland. Deutschland, mein Großvater wäre nie nach Frankreich gegangen. Er war der größte Franzosenhasser, den es gab in meinem Leben. War absolut unvorstellbar, das ist natürlich schon lange tot. Umgekehrt nach Polen, mein Vater stammt aus Polen. Auch dort gab es keine, es waren zwei Feindbilder, die wir hatten aus Deutschland. Hätten wir jeweils geglaubt, dass wir einen deutsch-französischen Frieden-Freundschaftsvertrag machen, dass meine Nichten alle in Frankreich in der Schule waren, teilweise französische Staatsbürgerschaft heute haben, und meine Großnichten in Frankreich leben oder dass wir heute nach Polen eine ganz andere Art von Verständigung haben. Das alles war unvorstellbar. Und deshalb sage ich immer im Unterricht, wir nehmen uns mal die Dinge nur aus dem 20. Jahrhundert, die für uns unvorstellbar erschienen, und übertragen das auf die Zukunft. Was ist noch alles denkbar? Und jetzt kommen wir zu was ganz Schlimmem. Das heißt, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass alle politischen Gebilde, die für uns selbstverständlich sind, von Vereinigten Staaten über die Europäische Union, was es noch gibt, möglicherweise Veränderungsprozesse durchlaufen, deren Ende wir nie erkennen können. Warum sage ich das? Wer hätte sich zum Beispiel im 16. Jahrhundert vorstellen können, als großer Herrscher im Osmanischen Reich, dass das Osmanische Reich nach 450 Jahren auf dem Balkan zerfällt? Wer hätte sich vorstellen können, dass die Maurenherrschaft nach fast einem halben Jahrhundert in Spanien mal zurückgedrängt wird? Das heißt, wir alle, und ich sage immer, da wir eine deutsch-amerikanische Familie sind, meinen Kollegen, Amerika, ihr seid jünger, als das Osmanische Reich bei uns gedauert hat in Europa. Also seid dankbar für alles, was ihr habt, pflegt es sorgfältig und lebt immer in Alternativen, wie es weitergehen soll. Das ist auch ein Appell an die wirkliche historische Verantwortung, die Politiker haben, die sie entweder nicht kennen oder nicht wahrnehmen wollen. Jetzt haben Sie alle platt geredet, ja? Sehen Sie, das Schöne ist beim Radio,
Wenn Sie nicht gerade Call-In-Formate haben, wo Sie ein offenes Forum haben, dann reden Sie, dann wird abgeschaltet und Sie gehen nach Hause und sagen, ich war ja wieder der Beste heute. Ne? Sie müssen jetzt aber mal sozusagen die kritische Gegenrede halten dazu. Wie komme ich zu meinem Urteil? Hier sind doch so viele junge Leute. Wer von Ihnen ist denn russischstämmig? Oh, gar nicht. Bei mir geht mindestens 60% aller Studenten gehen hoch. Also habt ihr nicht so viele russischstämmige oder aus der Sowjetunion? Wir haben doch jetzt, wo kann ich nicht, das ist Jose, da? Da. Ja, ja. Aber sonst von Ihnen, also sind alles normale Studierende hier, ja? Ja. Das muss doch, Sie müssen doch, jetzt sehen Sie da so einen etwas älteren Herrn, der Ihnen was erzählt. Jetzt müssen Sie doch das mal in Frage stellen. Das lernen Sie doch an der Universität. Ich sage auch immer, das ist heute schon erstaunlich, wie ich zu meinem Urteil eigentlich komme. Ob es nicht auch vielleicht ein Fehlurteil sein kann. Worauf berufe ich mich eigentlich? Also diese Quelle, die ich jetzt für Sie bin, mal auszuquetschen. Zu widerlegen vielleicht durch Ihre eigenen Erfahrungen. Waren Sie schon mal in Russland? Von Ihnen? Noch niemand. Also hinfahren auf jeden Fall, ganz wichtig. Eine Nachbarin von mir fährt jetzt in den nächsten Tagen nach Petersburg, war noch nie da und kam zu mir und sagt, sagen Sie mal, kann man sich da frei bewegen? Sag ich, was denken Sie denn? Naja, wenn ich da über die Straße gehe, wird denn das erlaubt sein, dass ich da frei rumgehe? Sie wissen, in Petersburg haben Sie Internetanbindung auf offener Straße überall, wo sind, in jedem Café, besser als in Deutschland, weil wir in Deutschland bislang ein Gesetz haben, das das verboten hat. Und jetzt geht es ja in Deutschland auch langsam aufwärts. Wir kriegen allmählich Anschluss, was Internetverbindung angeht, an den Standard in Russland, sage ich mal etwas zynisch. Und natürlich ist da alles möglich. Es ist ja nicht so, dass das Land in sich ein Gefängnis wäre. Da ist unglaublich viel möglich, was wir uns gar nicht vorstellen können. Es gibt Kreativzentren in Petersburg mit Künstlern verrücktester Art. Es gibt ja alles. Es gibt nur einen Konsens. Und das ist dieser Konsens. Ruski Mir wird er benannt. Der Konsens, der darauf hinausläuft. Wir sind uns selbst genug. Wir müssen uns gegen das Außenland wehren. Von draußen kommt der Feind. Wir sind aber sozusagen das Opfer dieser Attacken von außen. Und das führt subkutan zu etwas, was ich Faschistoid nenne. Das heißt, dass die Abwehr des Fremden als etwas Bedrohliches. Also Russland ist im Moment nicht mehr so wahnsinnig offen für Dinge, die sozusagen im Austausch beide Seiten befruchten können, sondern wir sind wir und ihr seid eine andere Welt. Und das ist ein erheblicher Rückschritt gegenüber den ersten Jahren, die wir noch in der Jelzin-Zeit hatten, obwohl die Jelzin-Zeit natürlich für viele als der große Grauen in die Geschichte eingegangen ist. Ich habe viele Bekannte, die in der Jelzin-Zeit ihr ganzes Vermögen verloren haben, für die Jelzin ein Horror ist. Und in Russland ist ja das passiert, was in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, in der Weimarer Republik. Warum konnte Hitler so groß aufstehen? Weil die Demokratie negativ besetzt war. Das hat Chaos gebracht, Unsicherheit. Da sind Leute groß geworden, die eigentlich nichts zu bieten hatten. Also Demokratie als Schimpfwort hat Deutschland durchlaufen, hat zum Faschismus mit beigetragen. Und in Russland ist auch der Begriff Demokratie als plurale Parteienlandschaft genauso diskreditiert. Und deshalb spricht man ja gerne eben von einer gelenkten Demokratie. Und ich habe gerade mit meiner Nichte vorhin nochmal drüber geredet. Ich werte gerade alte Skripten von mir aus. Als Putin zum ersten Mal antrat, er war dann erstmal Ministerpräsident und wurde amtierender Staatspräsident ohne Wahl. Da habe ich einen Kommentar über ihn geschrieben, einfach so von den Eindrücken, die ich dann hatte, und habe am Schluss gesagt, wenn dieser Mann Macht erlangt in Russland und er soll sich entscheiden zwischen Demokratie oder Stabilität, wird er immer Stabilität wählen. Das ist das Merkmal auch dieser Erziehung des KGBs und das hat sich ja bis heute erwiesen. Und nicht nur zum Nachteil von seinen Anhängern, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt durchaus eine prosperierende Mittelstand und eine Oberschicht, die zum Teil in der Jelzin-Zeit Schindluder getrieben hat, die heute etwas eingefangen ist. Also man muss das alles sehr viel differenzierter sehen. Aber das Land hat noch einen relativ weiten Weg vor sich, wenn es mal eine Demokratie werden möchte. Ja. Aha. Ah, da kommt noch was. Jetzt endlich kommt der Widerspruch. Wie beurteilen Sie die Rolle der USA in den 80er Jahren? Das heißt, oft Reagan hätte die Russen da tot gerüstet. Rüsten, ja, tot rüsten. Stimmt das in der Tat? Er hat sich ja auch als Freund dann wieder ausgegeben von Gorbatschow. Sie haben sich irgendwie gefunden. Wie entscheidend? Ja. War das eine bewusste Strategie oder hat er Glück? Also da wäre ich jetzt zu vermessen. Mein einziger Zeuge, ich bin mit einem Mann befreundet, mit dem aber viele befreundet sind, das ist der
Herrn Kornblum, der damals deutscher Botschafter, also amerikanischer Botschafter bei uns war und der immer von sich behauptet, ich habe ihn als Fernsehgast und sonst auch immer, bin im Chat mit ihm auch, er sagt immer, er habe dem Reagan damals reingeschrieben, die Rede, Mr. Gorbatschow, turn down this wall, also reiß die Mauer ein in Deutschland. Das weiß nicht, ob er das wirklich getan hat. Es gab in der Tat das Projekt des Hochrüstens mit SDI, ne, dieses Projekt der Raketenstationierung im Weltraum, was natürlich technisch so gut wie unmöglich war. Und das hat den Russen damals große Sorgen gemacht. Da kamen auch die ganzen Halbleiter und sagten, das könnt ihr doch nicht wollen, dann werdet ihr erdrückt an den Kosten, denn das wird alles in der NATO umgelegt werden und wir können es auch nicht leisten. Also die Hochrüstung, glaube ich, war schon ein Gebiet. Und das, was ich Ihnen vorhin zitiert habe, als Gorbatschow gesagt hat, lesen Sie Ihren Marx ein bisschen in Ruhe, da werden Sie wieder finden, Vorkrisenstadium. Das heißt, er hat den Leuten gesagt, wir sind kurz vor dem Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems, was ja die Sowjetunion war. Denn wie konnte das Ganze gerettet werden? Unter anderem jetzt, nicht selbstgefällig soll das klingen, unter anderem mit, ich glaube, 20 Milliarden damals, die Deutschland für den Truppenabzug bezahlt hat und für die deutsche Wiedervereinigung. Das war ja auch ein Überbrückungsgeld, um überhaupt damit mal Atemluft reinkam, sonst wäre er schon viel eher gestürzt. Also das sind alles Dinge, die in der Geschichte in Ruhe mal aufgearbeitet werden müssen. Und da ist Ihre Frage berechtigt, aber die sollte dann auch mal von Historikern behandelt werden, die sich mit amerikanischer Geschichte und amerikanisch-sowjetischen Beziehungen gut auskennen. Es gibt viele Memoirenbände dazu, auch von politischen Beratern, aber eine richtig gute historische Forschung müsste das ja etwas objektivieren können. Da war noch eine Kollegin, die... Ja, Sie sprachen kurz über Zukunftsszenarien. Ich habe einmal eine Rede gehört von einem Herr, der für die Zukunft sieht, dass sich Russland, Amerika und Europa zusammentun müssen. Ja, was meinen Sie? Ja, ich kenne das. Also es gibt verschiedene Szenarien. Das eine ist das, dass wir sagen, China wird so einflussreich werden. Also China ist ja einer der größten Player, darf man nicht vergessen. Obwohl China ein sehr schwieriges, ich kenne China leider zu wenig, bin zwar öfter da gewesen, aber ich kann nicht drüber urteilen, habe aber ganz tolle Leute in unsere Büros nach Peking und Shanghai geschickt, von denen ich viel gelernt habe, die ich dann auch dort besucht habe. Also mein Wissen ist sozusagen zweiter Handwissen, was China angeht. Aber es ist ein Land, das in sich, wenn es auch noch so stabil erscheint, wirtschaftlich in sich aber doch ziemlich bröselt. Also das ist ein Land, wo Korruption ganz stark ist, wo nationale Zwistigkeiten man immer wieder auch nach oben rufen kann. Also da muss man sehr aufpassen. Und was natürlich viel übertüncht wird mit diesem wirtschaftlichen Erfolg. Und es gibt Leute, die sagen, vorsichtig, ein bisschen klischeehaft, die Chinesen haben einen Freund auf der Welt, einen einzigen. Das sind die Chinesen selbst. Die Chinesen haben, egal was für ein Regime dort regiert, nur ein Ziel. Das ist der Profit. Das ist sehr klischeehaft. Aber wenn Sie in chinesische Politik reingehen, werden Sie feststellen, dass China einen sehr langen Atem hat. Schauen Sie die chinesische Afrikapolitik an, auf die wenig achten im Moment. Schauen Sie, wo China investiert in Osteuropa im Moment. Kriegen wir das mit, was die Chinesen in Bulgarien, Rumänien, Ungarn überall machen. Wir nehmen das nicht so richtig wahr im Moment. Das ist sehr, sehr interessant, was da passiert. Und da gibt es die These, dass gegenüber China sich die verbünden müssen. In Russland gab es immer eine Chinesenangst und Sie kennen auch diese schöne, ich habe ja angefangen mit so kleinen Anekdoten, die berühmte Anekdote auch aus der Tschernenko-Zeit, Genosse Tschernenko, kommen Sie mal, wir müssen gucken, auf dem Roten Platz sitzen Leute, die essen. Sagt, oh, lass sie doch da sein, liberal ist das schön, Zeichen von Wohlstand. Genosse Tschernenko, nach einer halben Stunde sind immer mehr Leute, die sitzen da und essen, das können wir doch nicht zulassen. Was habt ihr denn, lasst sie doch essen. Genosse Tschernenko, eine halbe Stunde später, Sie müssen kommen, der Platz ist überfüllt mit Menschen, die dort essen. Sagt Tschernenko, ja, was ist denn da so schlimm dran? Sie essen mit Stäbchen. Das ist ein Witz über die Chinesenangst. Es gibt viele solcher Witze, Sie kennen das wahrscheinlich aus der Sowjetzeit. Das andere, ich habe einen Kollegen, der sich beschäftigt mit den russisch-chinesischen Beziehungen, der ist viel in Südrussland unterwegs, an der chinesischen Grenze, und sagt, es gibt inzwischen Gebiete, wo 30% der Schulanfänger junge Chinesen sind, weil Chinesen Sondersiedlungsrechte haben im Süden der Sowjetunion, also im Süden Russlands, also in sibirischen Teilen. Und man geht davon aus, dass 20 bis 30 Millionen, man weiß nicht genau, auf gepackten Koffern sitzen, die alle nur rübersiedeln wollen. Sie wissen, diese ganzen neuen Städte, die dort in Sibirien stehen, sind ja alle von Chinesen gebaut worden. Das ist erstaunlich, was da ist. Die andere These, das ist von Roy Medvedev, mit dem ich viel gearbeitet habe, Historiker, jetzt über 90 Jahre, der hat immer gesagt, weißt du, vergiss mal Kommunismus, vergiss den Kapitalismus. Das, was du erlebst, wirst du immer wieder erleben.
Wenn es beides nicht mehr gibt, werden immer Großreiche, nämlich Amerika und Russland und auch China, werden sich immer in Konkurrenz gegenüberstehen. Sie werden nie einen gemeinsamen Weg finden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich die Größe, die nicht zulässt, dass man koalitionsfähig wird. Vielleicht ist es dieses potent Gehabe zu sagen, ich bin mindestens so wichtig wie der andere. Und das gesamte Buhlen von Putin-Politik, egal ob es jetzt in Syrien ist oder wo immer er eintritt, ist ja nichts anderes als zu zeigen, ich bin ja genauso machtvoll wie ihr da in Amerika und ich lasse mir doch von euch nichts bieten. Also es ist schwer zu sagen, wie das ausgehen wird. Ich wage da keine Voraussage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich glaube, etwas ganz anderes uns beschäftigen wird, aber das jetzt geht davon ab. Ich beschäftige mich gerade mit Migrationsfragen auch sehr stark und ich glaube, dass wir übersehen, was in der Welt wirklich passiert. Das sind nicht nur diese 65 Millionen Flüchtlinge, sondern es geht in ganz andere Richtungen. Ich habe eben, wie gesagt, viele Freunde, die auch in Asien arbeiten, die haben mir gesagt, weißt du, was eigentlich an Tibet so wichtig ist, weshalb die Chinesen da sitzen? Da ist der Ursprung von ganz vielen Flüssen, es geht um die Wasserfrage. Und wenn die das ableiten von den Nachbarstaaten, dann werden wir eine Bevölkerungswanderung bekommen aus Asien. Da hat sich Afrika als kleine Sache dagegen entpuppt. Also es gibt offensichtlich noch Zeitbomben, die wir eigentlich nicht sehen wollen, weil wir wahrscheinlich unser Vorstellungsvermögen nicht ausreichen. Das soweit eben zu der Frage, können Sie sich das vorstellen? Nein. Und wir müssen das Unvorstellbare lernen zu denken. Dafür haben wir Thinktanks, dafür gibt es Wissenschaft, dafür gibt es Modelle, an denen wir weiterarbeiten müssen. Nicht das, was man als Denkmodelle erarbeitet, als Wahrheit verkünden, aber als potenzielle Möglichkeit, also als Möglichkeit. Ja? Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Kasachstan, bin jetzt Schweizerin seit mehreren Jahren. Und ich habe natürlich den Zerfall der Sowjetunion miterleben können und dürfen. Aber so einen schnellen Zerfall der Sowjetunion, wie in Ihrer Interpretation, habe ich noch nie früher erleben können. Ja. Das war wirklich eine glänzende Analyse, politische, wissenschaftliche Analyse. Ich bin sehr beeindruckt. Es war eigentlich die Analyse des Zerfalls eines Staates, eines Reiches. Ja. Mich aber als Menschen interessiert der Mensch. Inmitten aller dieser Krisen und aller zerfallenden Reiche steht schlussendlich der Mensch. Und mich interessiert diese Identitätskrise eines Menschen, aber das gehört vielleicht nicht zu diesem Vortrag, aber ich bin hierher gekommen, Herrn Dr. Grodzki einen Roman sozusagen anzubieten und allen Slawisten, die da sind. Dieser Roman ist 2013 in Moskau im Verlag Художественная Литература erschienen und der Roman heißt «История про хорошего и доброго парня». Das ist gerade die Identitätskrise des Menschen, der den Zerfall der Sowjetunion erlebt hat. Das ist ein junger Mensch, der 1966 geboren wurde und der jetzt also ungefähr 50 oder Jahre alt ist. Und von seinem Standpunkt wird alles geschildert. Und das ist eine Tragödie. Ich habe das selber miterlebt. Das ist eine schreckliche Tragödie, muss ich sagen. Das ist wie eine Neugeburt. Und das kann nur derjenige gut verstehen, der selbst das erlebt hat. Ja. Schlange. Ja, wie eine Schlange, also, ihre Haut wechselt. Ja. So wechselt auch der Mensch seine Haut, könnte man sagen. Und diese Gesinnungskrise, diese Suche nach der wahren Identität, das ist wirklich also in diesem Roman glänzend dargestellt. Ich empfehle es wirklich. Warum? Weil es ist äußerlich sozusagen dargestellt, als ob es die Geschichte von Jesus Christus und seinen 12 Jüngern ist. Aber durch diese Geschichte von Jesus Christus, es spielt in Palästina, so beginnt der Roman, Gott spaziert durch die Straßen von Jerusalem und da begegnet er Jesus Christus. Und Gott fragt, sind Sie zufrieden mit dem Reich, das ich Ihnen sozusagen so kreativ Ihnen geschaffen habe und Ihnen geschenkt habe? Ja, das
Und warum fragst du mich, sagt er, wenn du das also, wenn du selbst zufrieden bist, dann sollten wir auch zufrieden sein. Und dann, es ist besser natürlich, diesen Roman zu lesen, aber ich wollte nur einfach sagen, in den Beichten von 12 Jüngern sind die Beichten von unseren Zeitgenossen, von den Menschen, die diese Krise miterleben. Vielleicht kann ich Ihnen dazu kurz was sagen. Ich habe, weil Sie das ansprechen, und das ist ja ein ganz großes Thema, nutze ich meine ganzen russischen Studierenden und habe über eine Zeit ein Projekt gemacht. Sag ich, wenn ihr zu Hause seid, sucht euch über verschiedene Generationen in eurer Familie Leute, Oma, Mutter und vielleicht eine junge Cousine, und jeder soll die Jahre schildern, die den Zerfall darstellen. Die Oma, die ganz Aktives erlebt hat, die Mutter, die vielleicht Hoffnung hat, die andere als verloren hat, und die junge Generation, die zurückblickt und gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Ich habe zum Beispiel eine, was eine sehr gute Arbeit ist, habe ich dann dokumentiert. Das sind alles russische Gespräche, haben wir auf Russisch aufgenommen. Ich habe das alles nochmal ins Deutsche von ihr übersetzen lassen. Und das wird jetzt gerade so ein kleines Büchlein. Das nehme ich als Unterrichtsmaterial, genau das, was Sie sagen. Was hat das Individuum bewegt? Denn das kommt ja oft bei unserer Sichtweise selten vor. Es kommt nur dort vor, wo wir Oral History mehr betreiben, wo wir also wirklich ein Geschichtsbild über individuelle Gespräche führen. Ich habe dafür, dann höre ich auch schon wieder auf, lange Jahre eine Reihe beim BR Alpha, einem Fernsehkanal, mitbetreut, Alpha Forum. Da geht es darum, dass wir mit Zeitgenossen reden und ihr Geschichtsbild, es geht nicht darum, die zu entlarven, aber ihr Geschichtsbild wiederzugeben. Dreiviertel Stunde sind alle schriftlich dokumentiert. Es ist ein Riesenarchiv von vielen hundert Leuten inzwischen geworden. Und so versucht man eben auch zur Geschichtsbetrachtung, das, was Sie sagen, die individuellen Schicksale mit heranzuziehen. Sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Da geht es nicht um alle ganz großen, tollen Leute, sondern auch um eben sogenannte normale Menschen, die in Alltagssituationen politische Veränderungen erlebt haben. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Ich möchte aber auch nochmal ganz herzlich danken für diesen Abend, Ihnen allen fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Egal, welche Reiche dann nächstes Jahr noch stehen, wir werden auch nächstes Jahr auf jeden Fall versuchen, wieder ein gutes Programm zu bieten und auch eben den Menschen dabei immer zu Wort kommen zu lassen. Wer noch nicht auf unserem Newsletter-Verteiler ist, den lade ich ein, sich einzutragen via Webseite, via Facebook. Wir sind präsent. Ich möchte Ihnen herzlich noch schöne Adventstage wünschen, gute Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, und bleiben wir im Kontakt.